Im Tierladen A2C Pets in Portland, Oregon tummelt sich so allerlei exotisches Getier. Das hat einen Dieb auf den Plan gerufen, der am vergangenen Freitag eine wertvolle Python aus dem Laden entführte, versteckt in seiner Hose. There's cameras everywhere and you'd think that people would see them. $200 ist die Königspython wert, die der Dieb einfach in seine Hose stopfte. Laut Ladenbetreiberin Kristin Buchen hatte der Dieb Glück. Die Python war in der Woche schon gefüttert worden und nicht sehr hungrig. He's lucky it wasn't feeding day. Feeding days are on Mondays. And they're very hungry. Ob die Python und der junge Mann den Transport ohne Schäden überstanden haben, ist nicht bekannt. Nach dem Schlangendieb wird noch gesucht. Dieses Video, das jetzt von der Polizei in Australien herausgegeben wurde, zeigt, wie ein Autobesitzer mit einer schnellen Auffassungsgabe und einer guten Sprungkraft verhindert, dass sein Auto gestohlen wird. Der Mann hatte gerade getankt und wollte zum Bezahlen gehen, als sich ein anderer Mann dem Fahrzeug näherte, einstieg und im Begriff war, loszufahren. Das wurde vom Autofahrer bemerkt. Er sprintete zurück zu dem Fahrzeug und sprang mit einem gekonnten Satz durch das offene Beifahrerfenster in das Auto. Wenig später sieht man, wie der verhinderte Autodieb davonläuft. Er ist bei der Polizei bekannt, man fahndet nach ihm.